Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute die Rezension zu einem Vampirroman, der mich so beeindruckt hat, wie lange kein Vampirroman mehr. Ich glaube tatsächlich, seit Justin Cronins Passage-Trilogie hat mich kein Vampirroman mehr so gefesselt. Das sind große Worte, mit denen man immer sehr vorsichtig sein muss, aber es ist tatsächlich so. Ich schiebe vorweg, dass das ein Buch ist, was ich mir selber auf eigene Initiative hin nie gekauft hätte. Es war eine Empfehlung und ich glaube von Katharina. Ich glaube, sie heißt so. Sie hat verschiedene Namen, unter anderem ihre königliche Hoheit. Ich glaube, Katharina passt besser, ich weiß es aber nicht. Ich habe vor kurzem ein Video gepostet und dazu vorher, glaube ich, ein Instagram-Posting, wie auch immer, dass ich eine Leseflaute habe und ob es Empfehlungen gibt. Und es kamen viele gute Empfehlungen. Ich habe nicht alle aufgenommen, aber diese hier, Southern Gothic von Grady Hendrix, was eben von der besagten jungen königlichen Hoheit kam, das habe ich dann doch angenommen. Ich weiß gar nicht so genau, warum, weil ich das Cover erstmal für mich als, ich würde nicht sagen abschreckend, aber doch als unpassend klassifizieren würde. Da ist eine Frau drauf mit einem Pflock und ich dachte am Anfang auch, Grady Hendrix wäre eine Frau und ich hätte es mit einem typisch süßlichen, verkitschten Vampirroman zu tun. Das war tatsächlich nicht so. Und Grady Hendrix ist auch keine Frau, sondern ein Mann und zwar ein irgendwie auch faszinierender Mann. Er hat lange gearbeitet an einer Telefonhotline für Menschen, an der American Society for Psychical Research, wo er Anrufern Fragen zu Geistern, UFOs und Zeitreisen beantwortete. Also damit hat er angefangen. Dann ist er zum Schreiber geworden und hat vor allen Dingen auch journalistische Artikel geschrieben und dann auch Horrorromane. Und meines Wissens, aber mein Wissen ist sehr beschränkt, was das angeht, ist das jetzt erstmal das Erste, was ich auf Deutsch gefunden habe. So, und jetzt kann man auch mal über das Buch reden nach der langen Einleitung. Es heißt Southern Gothic, das Grauen wohnt nebenan. Und wie gesagt, das sind so Titel, und vor allen Dingen Untertitel, die mich sofort erstmal abgeschreckt hätten. Ich habe dann aber gedacht, komm, über den Tellerrand hinaus gucken und so weiter. Und ich habe es versucht und ich bin absolut nicht enttäuscht worden. Es gehört tatsächlich zu meinen Jahreshighlights und jetzt ist es Ende Oktober oder November. Nee, eigentlich ist jetzt schon November. Und da kann man das, glaube ich, auch mit Fug und Recht sagen. Es ist tatsächlich eines der Jahreshighlights. Es geht tatsächlich um einen Vampir. Das dauert ganz schön lange, bis man das merkt. Und das Buch hat auch zumindest in den ersten drei Vierteln nur ganz, ganz wenige wirklich gruselige Momente. Ich würde sagen, ich kann mich an drei wirklich gruselige Sachen erinnern. Das geht relativ zu Anfang schon los, als die Hauptperson, Patricia heißt sie, ich habe mir einen Namen merken können, von ihrer Nachbarin regelrecht attackiert wird und ihr ein Ohrläppchen abgebissen wird. Das ist relativ sonderbar, auch für diese Society, für diese Community-Gesellschaft der Südstaaten-Damen, die da behütet und in relativ guten Verhältnissen in einem Vorort irgendeiner Südstaaten-Stadt leben. Vor allen Dingen Patricia ist eine typische, glaube ich, das hat Grady Hendrix auch absichtlich so skizziert, eine typische Südstaaten-Hausdame. Nee, Hausdame nicht, Hausmütterchen passt es besser. Sie hat nette, freundliche Kinder, einen Mann, der gut verdient und als Mediziner, als Psychologe arbeitet. Sie wohnt in einer äußerst schicken und rausgeputzten Siedlung und überhaupt ist das einzige Problem, was sie hat, aufkommende Langeweile. Deshalb gründet sie zusammen mit vier ihrer Freundinnen, die aus derselben Gesellschaftsschicht kommen und auch in derselben Siedlung wohnen, so eine Art Buchclub, der eigentlich kein Buchclub sein soll. Sie lesen Bücher und vor allen Dingen irgendwie Thriller und viel, was mit echten Verbrechen zu tun hat. Das ist so mehr oder weniger die einzige Abwechslung, die Patricia hat, außer sich um Kinder zu kümmern, die Pausenbrote einzufrieren. Tatsächlich machen die das. Und den anderen Mädels, Damen, mit denen sie da zu tun hat in diesem Buchclub, denen geht es im Prinzip nicht anders. Es ist eine sehr schöne Darstellung dieser Südstaatenkultur und dieser gehobenen Mittelklasse-Frauen, die in behüteten, schönen Verhältnissen aufwachsen, wo alles toll ist und alles schön ist und auch alles weiß ist. Es gibt eine schwarze Figur in diesem Buch. Ich glaube tatsächlich, dass wer Amerika-Kenner ist oder Amerikaner ist, noch viel mehr zwischen den Zeilen lesen kann. Also viel mehr von dem wahrnimmt und darüber schmunzelt, was Grady Hendrix über diese Südstaaten-Mentalität beschreibt.
Ich selber kenne mich da jetzt nicht so unglaublich gut aus. Ich glaube aber auch, dass ich vieles von dem verstanden habe, was Grady Hendrix meinte. Nämlich diese Schönheit, dieses Behütete und dass alles immer in Ordnung ist und alles ist schön, aber halt langweilig. Es passiert nie wirklich was. Und er skizziert auch bei den anderen Damen so, ich würde mal behaupten, typische Südstaaten-Charaktere. Da gibt es zum Beispiel Slick, warum sie so heißt, weiß ich nicht, die so eine typische der Religion zugewandte Hausfrau ist. Also ganz viel mit Religion, mit Bibelzitaten und Gott sagt dies und Gott sagt das. Sie arbeitet gegen Halloween an, weil das nicht wirklich christlich ist und solche Sachen eben. Das ist ein Charakter. Dann gibt es Grace, das ist so eine mondäne, leicht strenge, auch wieder Hausmutter, die zwar irgendwie immer dazugehört, aber durch ihre Strenge und durch ihre Dominanz es den anderen doch fast wieder schwer macht. Ich würde behaupten, dass tatsächlich der Großteil dieses Buches für Grady Hendrix nicht unbedingt ein Vampirroman ist, sondern ein Gesellschaftsroman dieser Südstaaten-Gemeinschaften und dieser Südstaaten-Mentalitäten. Das würde ich mal behaupten. Aber tatsächlich geht es auch natürlich um einen Vampir. Es ist ein Horrorroman, der wirklich gruselig ist, auf verschiedene Weisen, nämlich einmal durch die Entwicklung der Hauptperson Patricia, die von diesem biederen Hausmütterchen zu einer wirklich gebeutelten Frau wird. Es ist auch eine Ode gegen die Männer, möchte ich mal behaupten. Es gibt keinen einzigen positiven männlichen Charakter da drin, sondern ein ja doch nicht ganz klischeefreie Skizzierung dieser Ehemänner, die entweder trinken oder ihre Frauen schlagen oder betrügen, das sowieso, und ihre Frauen nicht ernst nehmen und nicht für voll nehmen und sie auch nicht als gleichwertigen Partner behandeln. Das gehört dazu. Und ich finde es interessant, dass Grady Hendrix als Mann ganz offensichtlich wirklich die Schnauze voll hat von diesen Männerrollenbildern, die er hier skizziert und die es aber mit Sicherheit auch noch gibt. Also er saugt sich die nicht aus den Fingern. Es sind halt wirkliche klassische Südstaaten-Klischees, die er hier verarbeitet. Das ist ganz wichtig und das macht dieses Buch auch zu einem gehaltvollen Vampirroman, weil es eben zum Großteil wirklich um die Gesellschaft dort geht. Die ersten drei Viertel sind die Gesellschaftsskizzen, die Grady Hendrix hier entwirft, das wirklich Dominierende und auch das Faszinierende und auch das, was selbst für mich als Fantastik-Fan das Buch so verschlungenswert gemacht haben. Er hat einen ganz, ganz leichten, schwarzen Humor, der gegen Ende des Buches, wenn der Horror vermehrt auftritt, immer mehr abnimmt. Aber gerade zu Anfang ist dieser schwarze Humor wirklich einzigartig und macht Grady Hendrix auch zu einem einzigartigen, was den Stil betrifft, Schriftsteller. Finde ich wirklich absolut faszinierend. Wichtig ist tatsächlich die Entwicklung von Patricia, die diesen Vampir irgendwann für sich enttarnt und merkt, dass sie damit alleine steht. Ihr Mann, der ja längst gut befreundet ist mit diesen Vampirnachbarn, will davon nichts hören. Und auch ihre Freundinnen kehren sich ab, weil es natürlich die ganze heile Welt zerstört und weil man es auch nicht glauben kann. Und Patricia steht alleine da. Und dieser Vampir sorgt dafür, dass Patricia sich schlecht fühlt und eben völlig alleine dasteht. Und das gelingt dem Vampir mit relativ wenigen Mitteln ziemlich gut. Und dann irgendwann, so im letzten Viertel des Buches, wird es dann auch teilweise wirklich blutig und wirklich horrorhaft. Natürlich muss Patricia irgendwie diesen Vampir zur Strecke bringen. Und dieses Buch behandelt auch die Thematik Freundschaft. Schafft sie das alleine? Kann sie das überhaupt alleine? Soll sie das überhaupt alleine machen? Und wie ist es mit ihren Freundinnen? Der Vampir ist, aber da muss man jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, natürlich irgendwie eine Verkörperung dieser Boshaftigkeit und alles Bösen, was sonst in diese Gesellschaft der Südstaaten-Damen eben nicht eindringt. Er ist ein altes, übernatürliches Wesen, der sich aber gut in die Neuzeit eingefunden hat und gerade die Männer dieser Frauen um den Finger wickelt, indem er verheißungsvolle Finanzgeschäfte, Baugeschäfte und sowas tätigt. Also es ist sehr vielschichtig, das Buch, in der Tat. Man kann es im letzten Viertel auch rein als Horrorbuch lesen, aber ich behaupte jetzt einfach mal anmaßend, dass das nicht Grady Hendrix Intention war, sondern es war einfach diese ganze gesellschaftliche Struktur, die da in diesem Südstaaten-Vorörtchen herrscht. Und interessant ist auch, dass der schwarze Charakter in diesem Buch, die schwarze Frau, die natürlich als Hausdame und jetzt wirklich als Hausdame arbeitet und putzt und auf die
kranke, verwirrte Schwiegermutter von Patricia aufpasst. Das ist diejenige, die ganz am Ende dann doch auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist sehr schön und bestimmt auch Absicht. Und es ist auch die Figur, die am klarsten und am deutlichsten die Missstände anspricht. Nicht ständig und auch nicht immer wieder, aber wenn sie Missstände anprangert, dann sagt sie das sehr deutlich. Es ist überhaupt ein Buch, wo vieles unterschwellig ist und wo relativ wenig deutlich ausgesprochen wird, bis eben auf die Worte der schwarzen Hausdame oder, ich weiß nicht, Pflegekraft kann man es nicht sagen, so eine Art Mädchen für alles, die in einem relativ runtergekommenen Vorort dieses Örtchens wohnt, wo es natürlich nicht schön ist. Also klar bedient Grady Hendrix einige Klischees, aber der Umgang dieser Klischees und die Formulierung dieser Klischees, die ist sehr einzigartig und keine Holzhammer-Methode und keine Haut-drauf-Methode. Auch dieser Negativismus gegenüber der Männlichkeit in diesem Buch ist selten, nein, ist eigentlich nie irgendwie großartig ausgewalzt. Es reichen wenige Worte und wenige Sätze, um die ganzen männlichen Figuren in diesem Buch zu wirklich, ich würde fast sagen, verabscheuungswürdigen Kreaturen zu machen. Und das macht Grady Hendrix eben ohne Holzhammer-Methode und ohne laute Anklagen, sondern immer mit einigen wenigen Beschreibungen. Also ein absolut gelungenes Buch und einzigartig, was Vampirromane in der Fantastik angeht, sowieso. Und zu Recht ein New York Times Bestseller. Also das finde ich tatsächlich, in diesem einen Fall muss ich mal sagen, es ist ein Bestseller, der es irgendwie verdient hat und der die Fantastik auch, der zeigt, auf welchem Niveau Fantastik stattfinden kann. Das ist was ganz Großes. Ja, ich danke nochmal eurer königlichen Majestät oder Hoheit, ich weiß nicht mehr, musst du selber wissen, für diese Empfehlung. Ich bin dir sehr dankbar. Ich würde fast sagen, du bekommst ein Geschenk, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, Geschenke zu verschicken. Vielen Dank für die Empfehlung. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.